Ich bin jetzt an der Schule angekommen, wo wir eine Schlange hatten, die aber abgehauen ist und wir die jetzt besuchen in der Schule. Dabei habe ich Programmieren und Zocken, also eigentlich Programming und Gaming. Jetzt, yeah, I'm speaking German. Also, wir haben jetzt absoluten Feueralarm. Ich bin's wieder, Angelo, und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem zweiten Vlog auf dem Kanal Kulturwerk Moments. Ich habe mir heute überlegt, dass ich euch einfach mal auf einen Schultag bei mir mitnehme. Das heißt, ich werde ein bisschen vom Unterricht filmen, euch ein bisschen meine Schule zeigen und halt erzählen, wie, wo, was ich halt mache und sowas. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß im Video und wir sehen uns später. Also, ich bin jetzt an der Schule angekommen. Ich laufe jetzt gerade rein und würde sagen, ich nehme euch mal in meinem ganzen Tag mit. Ein View. Und mal gucken, was heute dann so passiert. Also am Anfang vom Schultag haben wir immer noch so 20 Minuten vorm Unterricht, wo wir uns dann mit Freunden und so treffen können, noch ein bisschen unterhalten können. Und dann geht's eigentlich los mit den verschiedenen Klassen bis halt zur Mittagspause. Und ihr seht schon im Hintergrund ein bisschen, wie meine Schule aussieht, aber dazu habe ich auch ein anderes Video gemacht. Also ich habe mich jetzt gerade noch mit einem Kollegen unterhalten. Lauf jetzt zu einer Klasse von mir, wo wir eine Schlange hatten, die aber abgehauen ist und wir die jetzt noch suchen in der Schule. Das heißt, ich werde mal gucken, ob wir die jetzt gefunden haben oder nicht. Ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden damit. Nehme euch dann noch ein bisschen mit, wie ich mich vielleicht mit ein paar Kollegen unterhalte. Also ich bin jetzt gleich in meiner ersten Klasse. Dabei habe ich Programmieren und Zocken, also eigentlich Programming und Gaming, wo wir selber Spiele programmieren und die dann halt auch spielen, deswegen auch in einem PC rum. Ich hatte jetzt meine ersten 2 Stunden, gehe jetzt, I'm speaking German, gehe jetzt in meine 3. Stunde, ich habe jetzt Gym Class, ja, und sonst halte ich euch auf dem Laufenden und nehme euch dann weiterhin mit in meinen Tag. Also, wir haben jetzt absoluten Feueralarm und... Wait, what? Also wir haben jetzt einen Feueralarm oder so einen Test. Das heißt, wir dürfen jetzt alle rauslaufen, warten bis die alle draußen sind und sich alle aufgestellt haben. Und danach können wir wieder reinlaufen. Das Problem ist nur, es ist kalt und windig. Wir sind jetzt wieder reingegangen. Es war eiskalt draußen, es war auf jeden Fall sehr windig. Jetzt war eine 3. Stunde vorbei, das heißt wir waren den Rest der 3. Stunde eigentlich nur draußen und haben gewartet, bis das Feueralarmding vorbei ist. Und jetzt geht's für mich und dem Pre da hinten geht's dann jetzt in die 4. Stunde, da habe ich Englisch. So wie ihr jetzt wahrscheinlich mitbekommen habt, ich hatte jetzt 3. Stunde Gym Class, 4. hatte ich dann Englisch. Da haben wir heute ein Buch angefangen. In der 5. Stunde hatte ich US Government, haben wir heute erfahren, dass wir morgen einen Test schreiben. Fand ich auch sehr toll. Jetzt habe ich, in der 6. Stunde hatte ich dann Lunch. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg in meine 7. Stunde, nämlich Mathe. Ist eigentlich relativ gechillt immer da. Deswegen die letzten 2 Stunden habe ich relativ gechillt, da freue ich mich immer drauf. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nach Mathe, wahrscheinlich in meinem Global Science Raum nochmal. Und dann war es das eigentlich auch schon mit meinem Schultag. Ich nehme euch dann noch ein bisschen mit, was ich dann so zu Hause mache und sowas, aber eigentlich ist da auch nicht mehr viel. Und ja. Also wie ihr seht, ich bin jetzt gerade hier am Laufen oder wollte laufen gehen. Funktioniert aber nicht so ganz, weil es ein bisschen zu windig wird oder zu windig geworden ist. Jetzt hat es gerade aufgehört, ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Wahrscheinlich hört man auch den Wind. Das heißt, wir hören uns gleich wieder. Ich erzähle euch noch ein bisschen über meinen Spring Break. Und ja. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, ich war jetzt gerade draußen laufen oder wollte laufen gehen. Es war halt einfach komplett zu windig. Deswegen bin ich jetzt wieder zurückgegangen. Mache jetzt noch wahrscheinlich mein, Theorie. Lerne ich dann jetzt noch ein bisschen für den Führerschein. Und dann gibt es wahrscheinlich auch schon Abendessen. Ich wollte euch noch ein bisschen über meine Herbstferien, sage ich schon, Spring Break, also so Frühlingsferien, Osterferien erzählen. Eigentlich war bei mir alles gechillt. Ich habe mich mit ein paar Freunden getroffen, wir sind Bowling spielen gegangen.
Wir waren draußen unterwegs. Ein Kollege hat mich mitgenommen zum Wandern oder Klettern an so einem, wo ich wohne, heißt es Cass Rock, und die haben da halt wirklich so einen riesen Felsen da stehen, wo man halt langlaufen kann und da halt auch hochklettern konnte. Das haben wir dann auch gemacht. Das hat eigentlich auch ganz viel Spaß gemacht. Das war eigentlich auch auf jeden Fall chillig. Und man hat halt eine übelst krasse Aussicht und sowas. Und wie gesagt, sonst das Übliche eigentlich, was man so macht, mit Freunden getroffen. Dann sind wir noch zu Dutch Bros gefahren und ja, hab ein bisschen noch für meinen Führerschein gelernt. Hab trainiert mit ein paar Freunden und sonst war ich eigentlich auch nur zu Hause. Hab ein bisschen gechillt, mich ein bisschen ausgeruht. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Vlog gefallen, wie mein Alltag hier so in Amerika aussieht, was in der Schule so ist, was ich zu Hause dann noch so mache. Also meistens habe ich halt von 7.40 Uhr bis um 3 Uhr Schule, dann komme ich nach Hause, gehe dann meistens trainieren, danach gibt es Abendessen, dann gehe ich manchmal noch laufen, so abends Spaziergang machen, und dann ist auch schon eigentlich Ende vom Tag, vielleicht noch ein bisschen lernen für den Führerschein, Hausaufgaben machen oder sowas. Heute hatte ich keine Hausaufgaben auf, deswegen habe ich überlegt, dass ich einfach auf jeden Fall Führerschein lerne. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Vlog, wie gesagt, gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um nichts mehr von mir zu verpassen oder anderen Austauschschülern. Aktiviert die Glocke und lasst gerne Kommentare da, falls ihr Fragen habt oder irgendwelche Wünsche oder Videos, Vorschläge.